ja im Moment um den Wäsch zu pumpen. Den Wäsch, hol dich den Wäsch. Und er ist wirklich noch gestorben dabei. Das war jetzt leider Gottes so. Die Wayne, also das war jetzt ein seltsamer Abtausch. Er könnte sich zum Beispiel die Wayne holen, aber muss ja auch wegen dem Wukong, dass er dann nicht stirbt, weil der Wukong ist zwar nicht gefeedet, aber macht doch schon ganz schön Damage gegen den Champ. Und da kommt die Toplane. Toplane kommt, hat bestimmt Ulti ready. Wenn das jetzt engaged wird, Moment. Wukong geht ins Gebüsch und kommt zurück. Er kommt zurück. Und dann kommt die Ulti. Ah, da stirbt er. Und da kommt Vayne. Nami ist da. Wukong rennt weg. Das kriegt er nicht hin. Da, jetzt stirbt er. Das war's. Das und tot ist er. Das würde ich nicht machen. Oh, kriegt er die? Oh mein Gott, die Nami-Ulti ist eine super Aktion. Und Kill für den Top-Laner. Doppelkill. Jetzt würde ich aber wegrennen. Das sieht böse aus. Nein, das geht leider nicht. Jetzt würde ich rennen. Und da bin ich noch. Okay, GG. 3 gegen 2. Da kommt Katharina. Und jetzt würde ich wegrennen. Und da sind wir schon rausgegangen. Und der Crab versaut, da war mir klar, dass er in die Richtung Crab ist natürlich weggegangen. Okay, sehe, der Teamfight gibt weiter. Bleibe in der Nähe. Leider sterben in dem Moment. Ja, ich bin auch runter, haben sie noch schnell. Ein Kill, nee, hab ich gar nicht geholt. Den hab ich geholt. Nee, hab ich auch nicht geholt. Okay. Doppelkill für Caitlyn und Kill für Lee Sin. Ist auch egal, wer die Kills im Endeffekt holt. Auf jeden Fall haben wir das dann noch gut hingekriegt. Sind wieder zu squishy rein. Und das aber zum Drake hin, glaube ich. Das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt mit dem Drake. Wir haben die Wave auch geklärt. Lee Sin hat schon mal angefangen mit dem Drake. Nee, noch nicht. Jetzt fängt er an. So, angefangen und rein da. Wukong kommt von oben. Das war eine richtig dumme Aktion. Ich habe gesagt, Leute, lasst den Wukong fokussieren. Das wird sonst nicht. Die Leute gehen nicht rein. Wir sind alle jämmerlich verreckt am Wukong. Ich glaube ich nicht, weil ich das war eine richtig dämliche Aktion von uns. Weil wir haben im Endeffekt nicht mehr den Drake bekommen. Doch, ja. Das ist schwer, man sich ein Game. Ah, Wukong hat auch Erbe. Nee, ich habe Wukong bekommen. Und das ist der Moment, wo auch Caitlyn stirbt hat. Nein, Caitlyn überlebt! Oh mein Gott! Und der Gegner ADC! Kommt schon, Fokus in ADC! Super! Ich halt super mal! ADC ist tot. Jetzt sollte Malphite mal rennen, das wird uns ganz kritisch stehen. Ja, sie Tower Dive Malph. Das wäre jetzt im Moment, wo Caitlyn vielleicht noch ein bisschen hilft. Und da stirbt er! Da stirbt der Jungler. Und leider geht der Malph drauf. Aber egal. 2 für 1. Auch da hat der Toplaner wieder ordentlich mitgedacht. Super Aktion. 6 für 6. Ist auf jeden Fall eine Score, die sich sehen lassen kann. 3-3-5 bei mir. Katharina hat mich jetzt natürlich mittlerweile ziemlich outkillt. Das ist aber normal bei Katharina. Das kann man eigentlich stark von ausgehen, dass wenn Katharina nicht zu Hause wird, dass sie einen irgendwann outkillt. Botlane sieht wieder sehr ausgeglichen aus. Farmtechnisch hat leider die Vayne 50 Farm mehr. Das ist doch schon ein wenig viel. Aber wir helfen natürlich unserem ADC, dass die da reinkommt wieder. Da wieder meine typische Farming Wave, meine Farming Ulti. Mein Fehler war noch, dass ich mit der WW ständig versucht habe zu farmen, aber die SWW trifft natürlich. Und da geht er rein. Oh, der Wukong macht ja was. Und da kommt. Ja genau, dann kommt das rein. Und tot. Sehr schön. War knapp, aber war sehr schön. Red Buff und Kill geholt. Und schnell aufhören mit der W. Genau. So, wie geht's weiter? Unser Ward wurde geklärt. Der gegnerische Red Ward wurde immer noch nicht geklärt. Da muss ich auch sagen, also das hätte ich eigentlich selbst raffen müssen. Spätestens nach dem Teamfight wusste ich, dass der Red Ward war. Hab ihn mir trotzdem nicht geholt. Da bin auch nicht damit. Da kommt die Caitlyn! Die Katharina! Ulti! Der Sinn rennt weg! Trifft die Kuh bestimmt jetzt, oder? Jetzt kommt er. Nee. Da hat er den Kill gelassen, er hätte mit der Kuh easy jetzt den Kill geholt. Da war meine Ulti, ich wollte nicht helfen, haben sie aber leider wieder bewegt. Und da stirbt der gegnerische Agent. Nein. Sehr schöne Wave, aber hat nichts gebracht. Du hättest in dem Moment wegrennen müssen. Da komme ich und Kill holen mit dem ADC noch. Und renne jetzt vor dem Drash weg. Das war auch so eine übelst geile Aktion. Kill geholt und geht's mich nicht. Hier war ich mir unsicher, da bin ich ewig drinnen geblieben, weil ich dachte, der Trash ist da hinten.
Der ist natürlich sofort gegangen, das hätte mir eigentlich logisch sein müssen. Und jetzt stehe ich hier, das muss man sich mal echt angucken, jetzt stehe ich hier die ganze Zeit. Das ist eine ziemlich geile Aktion gewesen. Der Sinn kommt von unten. Ich habe einen Dresch, ich habe dir den Sinn gesagt, ey, hier guck mal bitte hier rein. Ich glaube, der Dresch ist noch da. Aber da war dann kein Dresch mehr. Da war dann nichts mehr zu machen. So, jetzt wird aber immer noch nicht der, Red Ward. Da haben wir, echt geschlafen, muss man mal sagen. Aber alle fünf. Masse, die kommt langsam zurück. Er hatte schon seine zwei Core-Items. Man sollte jetzt aufpassen. Da sind... Ah, das war nicht so... Weggekickt noch schnell. Und jetzt muss er rennen, weil ein einziger Attack... Der Masse killt ihn jetzt. Ich wette mit euch, der Masse killt ihn den. Ja, da habe ich mir noch geholt. Oh, er überlebt das? Er schafft... Nein, das bin ich. Ach stimmt, das war der Moment, wo ich gerade noch so gestorben bin. Auch hier nicht mitgedacht. Und jetzt, müsste doch der Red machen. Ja, na also... Das war der Moment, wo ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Das war der Moment. Auf jeden Fall. Genau diesen Moment. So, schauen wir uns mal ganz kurz habe ich. Wars an. Oh, Fresh. Hook die Caitlyn. Hook die Caitlyn. Vayne natürlich wesentlich gefiedelter als die Caitlyn. Und Caitlyn. Caitlyn tot. Keine Chance. Supporter hätte jetzt rennen müssen in dem Moment. Hat er nicht gemacht. Ja, jetzt noch. Ah nein. Und Wukong tot auch für den Supporter. Wäre der Supporter gleich losgerannt, weil, als er gesehen hat, das tut nichts mehr. Wäre das eventuell noch was geworden? Oder die Ulti vielleicht in dem Moment auch früher gesetzt, damit die Kälte noch wegkommt? Leider war da nichts mehr. Jetzt pusht Gegner-Team. Vier Leute auf der Midlane. Wir ziemlich stark verteilt. Ich die Ulti, die Wave hier. Den Tower bekommen sie leider trotzdem noch. Da hat mich alle Minions gekillt. Ich versuche natürlich schnell die Minions alle wegzuhauen, damit die nicht den nächsten Tower noch holen. Thresh ziemlich offensiv da reingegangen. Da kommt der Ward. Den Ward habe ich mir die ganze Zeit vom Team erhofft. Da kommt der Ward. Vom Top-Laner. Ist jetzt mein Ward persönlich, glaube ich, an der Stelle. Genau, mein Ward kommt da hoch. Jetzt fangen wir an, mit den Pink-Wards zu arbeiten. Das wollte ich das ganze Spiel über. Klappt natürlich auch so ein bisschen Geld überall, ne? Was wir in dem Moment ja hatten. Wir hatten jetzt 3k über, 3,5. Und da komme ich und breche nochmal kurz ab von der APCs. Natürlich gehe ich da nicht weiter. War natürlich, der natürlich selbstlos gewesen. Crash verkrippt sein, Crap. Er vercrappt sein Crap. Was für ein Crap. Kennt ihr das, wenn jemand in der Night... Oh, da kommt die Ulti immer einfach so reingefeuert. Typisch Ezreal Ulti. Das sieht man auch bei Ezreals, Jinxes, Ashes. Er hat einfach mal vollkommen sinnlos über die Map eine Ulti fliegt und keiner weiß warum. Am besten ist dafür auch Lux mit Abklingzeit. Alle 20 Sekunden einfach meine Ulti in irgendeine Richtung gehauen. Keine Ahnung, warum auch so. Und dann schrammt er rein. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Aber er kommt weg. Und da! Da kommt die Ulti. Und da flash ich sogar noch rein für den Kill. Da wollte ich unbedingt den Kill haben. Da bin ich sogar noch reingeflasht dafür. Das war jetzt vielleicht ein... Und da kommt Caitlyn Kill. Und sogar Nami hat noch Kill gemacht. Okay. Hier ein Ward. Die haben also gesehen, dass wir am Gewinn sind. Das ist sehr schön. Mal für Tactic Tower. Haut während des noch auf die ADC drauf, weil wenn er tankt, dann ist er egal. Und... Er tankt weiter, Oh, das ist ein bisschen greedy. Ah, okay, sie schaffen das. Sehr schön. Ich in dem Moment Top-Lane gebusht. Und die haben jetzt gerade keine Chance mehr. ADC kommt, und ich pushe während des Top-Lane. Man sieht auch, dass die mega ab mit der Tür. Hin, Attacke, boom, bam, bam. Ich habe mir auch als zweites Item, als drittes Item habe ich mir, glaube ich, Naschors Zahn geleistet. Ein sehr schönes Item für Ezreal, muss ich sagen. Ich sehe es selten. Wie gesagt, ich spiele ungern mit der Meta. Ich sehe es selten, aber hat geklappt. Man sieht auch hier, Abklingzeitschul für Ezreal ist nicht unbedingt das Übliche. Genauso wie die Träne ist für Ezreal jetzt vielleicht... doch, gut, das kann man sagen, ich werde. Okay, das ist greedy, Wir sind, ich hoffe, das noch Ulti. Ja, er hat noch Ulti, sehr schön. Und da kommt... Na, ich dachte, da kommt der Flash, aber hat auch das übrig gehabt. Da kommt der T1 Warp. Naja. Du solltest vielleicht noch ein bisschen üben, bis du mit der T1 Sachen kaufen kannst. Und da kommt. Oh, da kommt der Malphit. Und auch das wird ein Kill, nämlich statt an. Nein, er kommt weg. Kommt die Ulti. Da kommt die Ulti. Oh, das sieht böse aus. Das ist der Moment, der geht. Jetzt wird oder wird das noch was? Ah, okay, da kam eine Ulti. Super.
Wukong hat natürlich jetzt den Tod kassiert. Ja, mit der Ulti, ohne die Ulti von mir jetzt echt schlecht ausgesehen für den Top-Laner. Trash noch hier. Oh, das ist jetzt fest. Und da wieder der Crab. Oh, ho, ho. Da kommt nicht zum Glück noch vorbei. Da ist der Edith wieder gerannt. Ach, okay, gut, dann nochmal zum Trash. Der Edith hat den verloren. Und haben wir den Support an den Kill genommen. Naja. Versucht da irgendwie der Edith hinterher zu kommen. Ist aber schon vorbei weg. Und für uns die Zeit zu pushen, denn wir brauchen unbedingt den Inhibitor. Der war jetzt Hauptgrund für uns und da momentan nur noch 4 Leute gelebt haben und wir in der Überzahl waren, was wir haben jetzt mittlerweile 10.000 Gold Vorsprung. Ah, da versucht der Wukong, die rennen da so ein bisschen sinnlos rum, kommen aber nicht rein. Was sollen sie auch anderes gerade machen, die haben keine Chance gegen uns. Ist schon echt hart, 2 ADCs oder in dem Sinne ein ADC und ein Hybrid-ADC. Da man sieht, dass ich rushe zu Nashor's Part. Da habe ich schon das erste Item, was danach gestackt wird zum nächsten. Also gestackt ist falsch, einfach Gabkette wird zum nächsten. Ist ein sehr geiles Item für SV, weil da wirklich, ihr seht das hier, die Schüsse fliegen da raus ohne Unterbrechung. Dazu noch der Crit-Schaden, den ich durch die Dreieinigkeit verursache. Und dazu noch die Abklingzeit auf meine Fähigkeiten, die ich von den Schuhen habe und auch von dem Buch. Und dazu noch das unendlich viele Mana. Ist natürlich eine ziemlich krasse Kombi, mir mangelt es an nichts. Und so baue ich momentan auch wirklich meine Gems auf, dass ich wirklich sehe, okay, mir mangelt es an nichts. Dann bin ich lieber auch mal ein bisschen weniger Aggressivität oder so dabei. Hauptsache mir mangelt es an nichts und ich hab von allen genug. Und da kommt die Ulti! Waren die jetzt übertrieben? Nein, die waren nicht übertrieben, da kommt die nächste Ulti! Und Katarina stirbt in ihre Ulti. Da kommt der nächste Tod. Sehr schön. Oh, da hat sie. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir den ADC-Fokus. Das klappt auch gut jetzt irgendwo und ADC ist tot und sie hat einen Stern noch gekillt. Ist aber kein Ding, das war jetzt dumm, der Stern noch gelesen. Aber okay. Dreifach Tötung für unseren Jungler. Der MC Dragon, der ist auf jeden Fall sehr gut. Der spielt auch ein bisschen über unsere Ede, muss man sagen. Der ist zwar die Silver 5, ich persönlich würde ihn aber in Gold einschätzen. Er hat wirklich ein sehr gutes Decision Making. Sieht die Map auch immer, auch wenn schlecht geworden ist, hat er einen guten Überblick meistens. Das ist das, was den meisten in Silber fehlt. Und das war nicht so gut. Massive Hüsterei auf den Supporter noch killen. Nein! Nein, warum bleibst du da? Das war eine Aktion! Das war eine Aktion! Die war jetzt echt, ich weiß nicht. Die haut die Bubble auf den, die sie trifft, ihn flasht weg und kommt zurück. Warum flasht du weg? Ich verstehe es nicht. Ah, kriegt nochmal meine Ulti sinnloserweise durch die Gegend. Typisches Ezreal-Kind hier halt. Ich habe jetzt auch den APC weit überfarmt. Kill und Assist-mäßig nehmen wir uns nichts. Sie hat zwar mehr Kills, aber ich mehr Assist. Aber habe doppelt so viel Farm wie sie. 130. Nach 30 Minuten ist eigentlich mega schlecht. Sehe ich gerade so. Also da ist auf jeden Fall noch Bedarf, wenn man hier sieht. In unserem Team. Malphite 160, das meiste nach 30 Minuten. Das ist richtig schlecht eigentlich. Und hingegen 70 Kills nach 30 Minuten, das ist hart. Also 70 getötete Champions nach 30 Minuten, das ist mehr als 2 Champions pro Minute. Nur um das mal anzumerken, ne? Das ist schon richtig hart, also da wurde wenig auf Farm geachtet in dem Spiel. Weiß nicht, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und tun sollen, aber im Endeffekt hat es das Game trotzdem. Man sieht es hier, die Gegner sind immer wieder in den Team reingekommen und das hat ihnen einfach das Spiel kaputt gemacht. Wir waren weit vor ihnen und sie sind immer wieder das Spiel. Solche sinnlosen Aktionen, die locker gedodged werden können und haben dadurch das Spiel leider verloren. Da kommen jetzt nochmal 2 Gegner. Da komme ich, krieg den auch nichts. Ich versuche, wer mich noch zu killen. Schafft es vielleicht sogar noch? Nee, schafft es nicht. Ah, sie sind gestorben. Ja, und das war's dann auch. Jetzt ist nur noch der Trash da. Und das ist das Ende vom Spiel, würde ich sagen. Das Spiel endet auch in 3 Minuten. Sie verfokust den Trash noch. Verfolgt den Trash noch. Das macht man so die Bayern rein, jetzt auch durchlaufen kann. Und da oben. Ach ja, ich versuche den Trash abzufangen. Der läuft natürlich nach unten. Guckt damit im Endeffekt auch nicht mehr viel. Weiß nicht, was er da noch vorhat. Vielleicht schubst er am Tower jetzt. Ja, okay, er schubst am Tower. Er versucht den Tower zu pushen, oder was?
Bleib mal hier oben jetzt, ne? Da sterbe ich nochmal. Ach, alles klar, stimmt. Da mussten sie den Hippie-Tor neu machen und wir mussten, glaube ich, sogar weggehen, weil die Überzahl des Feindes nochmal zu groß war. 5-6-14, ganz annehmbares Score. Ah, schafft das, wir sind jetzt zu schaffen. Nein. Und da stirbt auch der Master G wieder. Wieder ein sinnloser Fight. Er hat den Sinn zwar bekommen, hat aber nicht darauf geachtet, was passiert in meinem Jungle überhaupt. Es stehen auch absolut gar keine Wards. Unsere Wards dominieren mittlerweile die gesamte, den gesamten River. Ja, wir gehen aber back jetzt. 2 Minuten Spielzeit noch. Da sieht sie einen unserer Wards. Wird eliminiert. 4 Vision Wards. So muss das laufen in einem Teamplay. Wirklich 4 Wards, die auf der Map stehen. So muss das sein. Ja, da wird der Raptor gemacht, den Gegner-Team. Mehr bleibt gerade nicht übrig, außer im Jungle sich irgendwo hochzufahren. Aber ich denke mal, dafür ist es zu spät. 13k Gold Unterschied, 4 Türme mehr. Bis auf den Nexus alle Türme weg. Esfil kommt hier vorbei. Ah, ein bisschen greedy. Bisschen anhitten. Die machen sich zum Kampf bereit und das ist der größte Fehler, den es so gibt. Die machen sich mitten auf der Lane zum Kampf bereit. Die sind doppelt so viele Kills hinten, die haben keine Chance gegen uns. Gehen mitten auf die Lane und machen sich zum Kampf bereit. Jetzt teilen sie sich ja noch auf, noch schlimmer. Weil jetzt pushen wir in einer Lane durch und bis sie weg sind, das schaffen die nie wieder. Die kommen niemals rechtzeitig zurück in ein, um das jetzt noch aufzuhalten. Also natürlich, wir machen das. Wir sehen, okay, hier oben findet der Kampf statt. Geh nach oben. Das Trash. Entschuldigung. Ja, die 3 können sie natürlich nicht aufhalten. Da kommen jetzt aber alle 5 hoch. Nein, nein. Guck mal auf die Botgang. Die gegnerische Wayne vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos auf der Top-Botlane. Tut jetzt sich hier das Spiel entscheiden. Wayne tut jetzt hier gerade das Spiel für uns entscheiden. Sie sind da. Kampf, Katharina tot. Wayne interessiert das gar nicht, die fahren weiter. Und das ist der nächste ohne Verluste für uns. Und sowas darf einfach nicht passieren. Der Wallfight tankt den Power. Keine Chance irgendwie für den Josh da was zu machen. Wayne tot uns weiter. Wir sind schon fast am Nexus. Keine Power mehr an sich. Und Wayne macht weiter. Das ist jetzt echt der Fehler gewesen. Die hätten den Teamfight echt ändern können. Und da war's. Ja, meine lieben Freunde, man hat gesehen, also das war jetzt echt der Hard-Fail von Wayne am Ende noch. Hätte sie da weiter geholfen oben, hätten wir dieses Mal nicht durchpushen können. Vielleicht hätten sie so einen Zucker zurückgeschlagen, hätten den Baron bekommen. Das war jetzt echt der Fehler von Wayne. Ja, ansonsten sehr nettes Game. 50-30, wir sind weit dominierend gewesen. Item kann man sich nochmal anschauen hier von jedem schnell. Ich lasse es nochmal drin, wer sich die Items ansehen will. Und ansonsten war es das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Wenn ihr irgendwelche Champions sehen wollt oder wenn ihr sehen wollt, was für Games ich nehme, ob ihr Ranked Games von mir sehen wollt, ich tue ja meistens Ranken, werde höchstwahrscheinlich auch nur Ranked Games hochladen. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt mich an oder schreibt es unter die Kommentare. Bitte nicht bei YouTube anschreiben, ich sehe die YouTube-Nachricht, glaube ich, einmal alle 2 Monate mittlerweile oder so. Ich gucke da absolut nicht rein, weil ich das sinnlos finde. Das ist so schlecht gemacht worden von YouTube. Da gucke ich nicht rein, aber das erwähne ich eigentlich immer wieder und immer wieder schreiben mich Leute da. Na gut, ich wünsche euch einen traumhaften Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!